Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge. Rufus weiß nicht weiter. Wir haben hier noch einen Kopf. Nee, ne? Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Oh. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ja, dann mach mal. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Oh. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Der schließt doch eh wieder ab, ne? Oh. Diesmal schließt die er nicht ab. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalali. Ja, gut, dann leihen wir uns mal die Kutte aus. Kann der nackig zu sein, Leuten gehen. Da haben wir das schon mal. Kann ich jetzt mit dem Mantel vielleicht? Kumbaya, unser Anführer ist da. Petra, trulala. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... was? Komme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Okay, Reliquien habe ich, glaube ich, nicht, oder? Ist natürlich die Frage. Reliquien 1, 2 und 3. 3? Ja, keine Ahnung, wo ich das jetzt wieder herbekommen soll. Das ist doch gemein. Und hier konnte ich ja auch nichts, ne? Ich würde ja gern... Ich meine, jetzt könnten wir ihn ja auch einfach. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, irgendwo ist aber auch. Augenblick mal. Es ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Da gehört der hin. Was? Was? Oh, der ist blau. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge ist ja mit. Oho, oho. Boso. Boso. Alter Schnürschuh. Ich hätte da eine Pastete für dich. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Bleh, dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Genau. Guck mal, Boso. Hab ich schon gemacht. Hier. Ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Wie hat er das denn gemacht? Hey, Boso. Sorry, ich muss hier weg.
Nichts da. Ich, und ich, ich sag mich ja schon gut. Ja, ja. Handtuch habe ich jetzt. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Ja. Die habe ich alle noch nie gesehen. Oh. Es ist ein Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Dieser Kopf, so viele Kopf. Außerdem ist da ein Pflegehinweis. Aha. 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 Leute. Worauf warten wir noch gleich? Na, auf mit den 6 Insignien. Hab ich. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Aha. Hast du nicht gedacht, ne? Hör mal. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Waka, waka, waka. War das nicht Poki, der da ganz rechts immer so rumnervt? Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus' Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Was? Ich, was? Was? Ich... das macht bestimmt Spaß. Die Reliquie. Ich habe keine Ahnung. Uns geht's auf die Runde. Nein, Waschsalon. Richtig auf die Strömung. Okay, aber das ist alles dasselbe. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Schon mal nix. Ist nicht so, dass ich Spaß daran habe, ihn zu quälen. So. Wähle die Reliquie. Nehme ich mal das. Wähle die Reliquie. Wo wollen wir jetzt? Was? Das macht nur... Das da und das da. So. Wähle die Reliquie. Versuchen wir es mal.
Mal gucken. Wir haben wieder alles, nur nicht, was wir brauchen. Oh Gott. Das kann ja noch was werden. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wo ist jetzt eigentlich... Wähle die Reliquie. Ja, es wird natürlich wieder nichts. Das wird nichts. Oder? Stopp! So, und jetzt? Ah, Errungenschaft Waschtag. Scheint schon mal ein bisschen zu sein. Anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Kumbaya, mein Sohn! Schrott sei Dank! Es folgt die rituelle Zahnoperation! Was? Nein! Ja, der Rufus hat Spaß, ne, an dem Spiel. Das merke ich schon. Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletes Klamotten ergattert. Mach ich jetzt aber damit. So. Kann ich jetzt zur Rezeption, theoretisch. Was glotzen Sie denn so, Oppenbott? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Nö. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum Sie so unglaublich verbraucht aussehen. Ja. Oh, der Inspektor. Bevor Sie etwas sagen, ich kann die Sache mit dem Müllsack unter Ihrem Bett erklären. Es sind keine echten Menschenknochen, sondern... Das ist mir wurscht. Ich bin hier, weil ich meine Tasche brauche. Kein Problem. Ihre Tasche steht hier. Nicht die Tasche. Ich brauche die Tasche, die in meinem Zimmer steht. Und warum kommen Sie dann hier zur Rezeption? Können Sie sich irgendein Szenario vorstellen, in dem ich mich selbst unter einem Vorwand aus dem Zimmer locken muss, um an meine eigene Tasche zu gelangen? Nein. Ich auch nicht. Gut, dann überspringen wir das Warum und kommen gleich zum Wie. Wie kann ich mich selber aus dem Zimmer locken? Nun, der erste Schritt sollte sein, dass Sie auf Ihrem Zimmer sind, oder? Würde ich auch sagen. Ja, na gut. Dann gehe ich mal auf mein Zimmer, was? Das sollten Sie unbedingt tun. Und vielleicht legen Sie sich eine Weile aufs Ohr. Ja. Ich muss mich entschuldigen. Dem Inspektor scheint es heute nicht besonders gut zu gehen. Ach, das liegt wahrscheinlich nur an den giftigen Dämpfen. Kleiner Tipp, kaufen Sie niemals Wandfarbe im Hinterhof einer Chemieabfallentsorgungsanlage. Ich werde es mir merken. Ja. Gut. Dann... Na, da gehen wir bestimmt nicht rein. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Weiß nicht, was der Doktor macht. Und warum hier ein Vorhang? Aber... Nun denn. Aber wie komme ich jetzt an die Uhr? Ein Drittelschrauber. Wie praktisch. Ich ziehe Muttern eh immer nur zu einem Drittel an, weil sie irgendwann ja sowieso wieder voll allein runterfallen. Genau. Wie komm... Ich muss ja irgendwie die Uhr umstellen, ne? So war doch der Plan.
oder? Wir suchen das Mittag. Ist ja die einzige Uhr, die ich hier bisher gesehen habe. Das hier habe ich doch fertig, ne? Wie kann ich die Uhr umstellen? Von hier hinten ja wohl kaum, oder? Aha. War das jetzt Mittag? Hat da jemand hingeguckt? Nee, noch nicht. Die hält wohl das oder die Uhr oder beide. Noch ein Stück. Die Kunst besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Genau. Oha, da brat mir doch einer ein Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Cletus, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Dass Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. Genau. So, jetzt kann ich mir ja den Schlüssel holen. Ei, der Dotter! Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Dankeschön. Gucken, ob der mir auch richtig gibt. Papiertüten finden Sie unter dem Bett. Zimmer 9? Hatte der nicht Zimmer 1? Hm. Paranoida. Hä? Der passt auch nicht. Was zum... Och nö. Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. So ein Dummdepp. Schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Aber wie soll ich das machen? Wie verhindere ich? Ich meine, jetzt habe ich ja... Ich kann höchstens unseren... Was hat einen Bart und öffnet eine Mutter? Gut, wie soll ich denn... Die Schlüssel austauschen? Wenn das hier fehlt, ist aber wenigstens... Keine Zeit für Spaziergänge. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Ja, aber wie?
Keine Zeit für Spaß. Ich muss verhindern. Ich komme von hier aus nicht davon ran. Solche Taschen sind echte Pro. Ah. Ja klar. Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. So, das haben wir. Jetzt holen wir den richtigen Schlüssel ab. Nanu, da sind Sie ja schon wieder. Gibt es etwa noch weitere Probleme? Und ob es die gibt? Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Oh, das kann eigentlich nicht sein. Darf ich mal sehen? Natürlich. Da! Da brach mir doch einer ein Strolch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. So, haben wir jetzt den richtigen. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Ach, beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Okay, wir gehen dahin. Und drehen nochmal, aber erst in der nächsten Folge von Deponia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.